Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Mit dem, ja, Alexander, den kleinen Bruder von den Großen, irgendwie so. Und, genau. Wir schauen jetzt mal, also wir sind, glaube ich, auch fertig geworden. Soweit ich das sehen kann. So. Und, hier ist immer noch eine Fullstack-Armee von ihm. Und zwar wieder, also ab hier geht's quasi in die, ja, in die Fernkampf-Ding. Das heißt, ich bräuchte rein theoretisch nochmal, er hat mindestens 5 Fernkampf-Kavallerien. Also das ist ein bisschen zu viel für mich. Das ist alles in Ordnung. Aber was macht er da oben? Na egal. Gut. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall Jerusalem den Krieg erklären und den auch dann gleich einnehmen. Das Problem dabei ist, dass wir dann eigentlich sofort gegen Parthien, also dass Parthien dann gleich mit in den Krieg reingeht. Hat Vor- und Nachteile. Also wir müssen so oder so gegen den kämpfen. Athene gibt uns Weisheit und Ares. Jo. Weil, also habe ich an. Ja. Na gut. Ja, wunderbar. Oh Mann. Der hat jetzt halt nur den Krieg erklärt, damit er nicht mir persönlich den Krieg erklärt, oder was? Ja, das können wir automatisch machen. Also, das da besiegt er natürlich, aber das da hat er keine Chance. Ja. Fahr mal schneller. So, Siedlung wird Belagerung. Welche? Die da oben handelt mit Odrysen, Mission erteilt. Genau, ja. Echt jetzt? Warte, was habe ich da? Der hat... Ha. Hat der ein Glück, dass ich da keine Kavallerieeinheiten habe. Aber hier habe ich welche. Ja, reite doch. Meine Güte. So. Und wie sieht's jetzt aus? Immer noch so. Naja, mache ich dann nächste Runde. So. Dann. Oh nein, tut mir leid. So, Petra ist eigentlich ziemlich, ja, nix sorgend, sag ich mal. Rüstung oder Waffen? Ich mach Waffen. Hier und da und da. So, also, Alexander der Große, ist dann... Also als er Alexandria eingenommen hat, ist er dann wirklich, ja, paar Jahre da geblieben und hat sein neues Reich verwaltet. Und genau, und er hat quasi die Stadt dann aufgebaut. Und dann, also er ist halt hier an der Küste entlang, also Jerusalem hat er natürlich vor denen angegriffen. Und ja, das lief eigentlich alles sehr, sehr gut. Königin. Ich überlege gerade, ob ich mit Alexanders Stolz... ob ich über den Seeweg gehen soll. Kann ich eigentlich machen, ne?
So, und dann Jerusalem und dann Petra. Ich habe kein Geld mehr und hier ist auch alles in Ordnung. Warte mal. Der bekommt noch eine Aktivierung. Der, was macht der denn da? Der kommt jetzt auch Richtung... Ja, nee, warum eigentlich? Den kann ich eigentlich gerade nicht gebrauchen. Die... Ja, bleiben noch ein bisschen da. Ich brauche mal gute Pferde. Ich brauche mal gute Kavallerie. Hier. Warte mal. Königliche Kaserne. Teilrinne Reiterei. Ja. Sehr guter Angriff. Gute Moral, geringer Schaden, aber durchschnittliche Rüstung. Okay. Also das sind ja quasi so die Schock-Kavalleristen. Und Hittairin, sehr guter Ansturm, schwach in anhaltender Nahkampf. Okay. Also die beiden sind halt wirklich dann sehr gut in ja, Ansturm. Oder halt Angriff und dann gleich wieder raus, so. So. Wer den, das Let's Play von mir, das Let's Play Together gegen Jake, also Seleukiden gegen Sparta, anschaut, da... Der Schatten des Feindes fällt auf uns alle. Werdet ihr Soldaten? Eine Mut? Nö, werde ich nicht. Da werde ich, eine Armee aufbauen, nur mit Kavallerie. Und die Seleukiden können das sehr gut. Will der mich verquaken? Quack, quack. Ich glaube, die Verteidiger Pellas müssen wieder nach Hause. Aber das Problem ist, dass... Forschung abgeschlossen. Belagerung. So. Also... Das sind wieder solche. Aber ganz ehrlich, gegen die Stadt haben die keine Chance. So. Ja, komm, das spielen wir mal kurz. Weil dann kann ich euch mal zeigen, wie man die ausspielt. Also das Problem ist, bei solchen... so vielen Fernkämpfern ist, dass ja, wenn man die gut einsetzt, hat man kaum eine Chance. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. So. Man könnte sogar mit nur denen gewinnen. Also ziemlich easy sogar. Also immer den Feind quasi ausspielen. Und ja, quasi, wenn man hier nur so eine Armee hat, dann muss man schauen, also natürlich so lange schießen wie möglich und dann eventuell ein oder zwei Einheiten in den Nahkampf schicken und die anderen schießen weiter. Und ja, halt immer schön den Gegner ausspielen. Interessant, dass sie sich überhaupt nicht nach denen richten.
Ich erspare mal kurz ein bisschen vor. Jetzt kommt er nämlich. Und jetzt gerät er ein bisschen in jeder bekommt einen. Unser General wird angegriffen. Ja, naja. Der macht dann den da. Den Rückenschießen ist halt jedes Mal ziemlich tödlich. Männer wanken. Was macht der jetzt? Wie, der kommt einfach raus hier. Ist doch kacke. Ja, können wir dann vorspulen. Der feindliche General ist tot. Ja, das reicht. Ja. Der General von denen war ein bisschen heftig, ehrlich gesagt. Der wurde ja ziemlich schnell in die Zange genommen und hat halt übelst ausgehalten. Und konnte dann einfach rausreiten. Na, egal. 500 haben wir dafür bekommen und 1000 haben wir dafür bekommen. Also insgesamt. Super. Dann gehst du mal da rein und ja, holst dir noch ein paar von denen. Konvertierung und
Philosoph. Ja, Philosoph ist hier ganz passend, weil der, ja, bleibt ja zu Hause. So, jetzt, ich will Kavallerie haben. So. Jetzt werde ich Jerusalem den Krieg erklären. Werde ich etwa von Fremdländern gestört? Wenn ihr um Almosen betteln wollt, sprecht mit meinem Majordomus. Gut, jetzt machen wir zum Abschluss eine Belagerung. Oder nein. Oder ja. Also er sagt, dass ich 80% verliere. Also 20% verliere. Oder 19. Das sind 200, 400. Ungefähr 400 verliere ich. Ich glaube, das kann ich nicht besser. Das Problem ist halt, wenn, also bei Belagerungen wird man eigentlich nie besser, also kommt immer, ja, es kommt immer drauf an, welche Einheiten man hat. Aber normalerweise, oh, die nervt. Da gehe ich halt dahin. Normalerweise ist es halt so, dass man, ja, wenn man eine Belagerung spielt, ist man nicht unbedingt besser dran. So, ich will jetzt eigentlich wissen, was der da hat. Oder wollen wir just run? Ja, der hat sau viele Fernkämpfer. Der hat hier 3 und der hat hier... Eieieiei. Aber das spielen wir trotzdem. Das spielen wir jetzt trotzdem. Der Reyes Untergang passt ja. Das Problem ist, für ihn, also ja, sein General ist auch noch Fernkampf. Sein Problem ist, dass er die Fernkampfkavallerie, die Plänklerkavallerie, nicht gut einsetzen kann in der Stadt. Also auf dem offenen Feld würde ich sagen, nee, GG, ich bin weg. Bei denen muss man halt wirklich, ja, eigentlich warten, bis man, bis die keine Munition mehr haben. Aber hier ist es halt, also die Stadt ist auch sehr freiräumig, also freizügig. Da kann ich eigentlich jetzt nur... Ich werde mal aus, 2 Richtungen kommen. Nee, ich werd aus 3 Richtungen kommen. Aus 3 Richtungen. Also Haupt Augenmerk ist natürlich hier. Augenmerk ist natürlich hier. Die werden... Und die bleiben noch ein bisschen hier, also ein bisschen in Ferne. Ja, das wird auf jeden Fall gar nicht leicht. Das wird richtig schwer. Er musste jetzt zwar seine Einheiten auch aufteilen, aber das hat gar nichts zu sagen. So, Defensivmodus.
Ah, die kann schon schießen. Ihr könnt schon schießen. Okay, das ist auch ein Problem. Der kann von mehreren Seiten hier jetzt kommen. Okay, hier könnte ich dann reinpreschen. Das ist ganz gut. Okay, das macht schon mal ein bisschen Damage. Langsame Geschwindigkeit und in die Phalanx. Okay, der geht hier weg und er lässt hier offen, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, und das hat er verkackt, das ist auch gut. Das ist auch gar nicht schlecht. Das ist hier gerade schlecht. Das ist gerade hier sehr schlecht. Hier raus von den Speerkämpfern. Und der ist gerade hier gefangen, das ist nicht gut. Der ist auch gefangen. Ja, die Pikiniere sind halt ziemlich am Bobbes jetzt. Oh! Sheet, das habe ich vergessen.
Warte, nee. Die Männer wanken. Warte, der General muss jetzt hier helfen. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unser General wird angegriffen. Jetzt schieß schon. Wieso? Ah, bist du bescheuert? Der feindliche General ist tot. Ja, und meiner gleich auch, weil er einfach stehen bleibt. So. Meine Güte. So unglaublich lächerlich. Rennen, du. Entschuldigung. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nee, jetzt. Nee. Nach dem ganzen Zeug hier. Ich, da verliere ich doch nicht, hallo. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nerv. Stolze Söhne Makedoniens, Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Eure Befehle? Amesos!
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir sind immer noch da. Naja, aber wenigstens schaffe ich es jetzt. Trotz allem. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Alter, war das eine Geburt. Uiuiuiuiui. Alter, die haben ziemlich reingehauen, obwohl die kaum Kills gemacht haben. Aber ja. Das ist eigentlich komisch. Die haben kaum Kills gemacht, aber trotzdem sind bei mir 1500 habe ich verloren. Uiuiui. Ja, die Kavallerie ist komplett weg, aber seine Armee auch. Pyrrhus-Sieg. Ja, da hast du recht. Na gut. So. Kein Geld mehr. Dann lasse ich das mal kurz weg. So. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.